Liebe Future Talk-Freunde, wir machen eine ganz kurze Sommerpause und werden euch in dieser Zeit 2 Episoden als Replay empfehlen. Falls ihr diese damals noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Die heutige Wiederholung ist vom letzten Februar. Es wird zu einem gewissen Teil kulinarisch, denn wir beschäftigen uns mit den neuesten Trends rund um das Thema Ernährung, wie immer mit einem messerscharfen Blick voraus in die Zukunft. Es geht um den Einfluss, den unsere Ernährung auf unseren Körper hat, das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist, Mensch und Natur bei der Ernährung. Wir zeigen auf, welche Rolle Produktionsmethoden dabei spielen, wie unter Umständen moderne Technologie den Welthunger stillen kann. Smart Farming oder zelluläre Landwirtschaft sind nur 2 Ansätze davon. Und ihr werdet viel erfahren über die Wichtigkeit von Mikrobiomen und welche Rolle sie im Ökosystem Mensch spielen. Zum Schluss stellen wir noch 3 Szenarien vor, wie unser Food-System in der Zukunft aussehen könnte. Und für dieses Thema haben wir eine absolute Expertin eingeladen, Christine Schäfer, Trendforscherin beim Gottlieb Duttweiler Institut, ein führender Think Tank, der sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Lebensmittel und Ernährung beschäftigt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Liebe Podcast-Freunde, ich grüße euch herzlich aus dem wunderschönen Aargau in der Schweiz aus meinem Homeoffice-Tonstudio und meine Leitung geht nach Luzern ins Homeoffice unseres heutigen Gasts Christine Schäfer, Trendforscherin beim Think Tank GDI, dem Gottlieb Duttweiler Institut. Christine, herzlich willkommen zum Future Talk. Hallo Michael, schön, dass ich wieder hier sein darf. Genau, du warst nämlich schon hier und wir hatten dich schon mal als Gast im Future Talk. Das war im September 2018 zum Thema Du bist, was du isst, die neuen Food Trends, Episode 33 übrigens für die Hörer, welche diese Folge noch nicht kennen. Das war ja eine unserer populärsten Episoden, ist auf sehr viel Resonanz gestoßen. Es lag natürlich an dir als Food Trend Expertin, aber auch am populären Thema Essen. Ein Thema, das uns ja alle sehr betrifft. Und da es eine neue Studie von dir gibt, freue ich mich sehr, mit dir heute drüber zu reden. Aber erstmal eine Einstiegsfrage, auch mit Bezug zum Thema. Hat sich deine Ernährung eigentlich seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie verändert? Ja, ich würde sagen, sie hat sich etwas verändert. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass ich jetzt wegen der Homeoffice-Regelung halt öfter daheim bin und von hier aus arbeite. Und das Schöne, also Fluch und Segen gleichzeitig am GDI ist, dass wir am Mittag sehr, sehr verwöhnt werden mit der eigenen Kantine, gerade auch was die Desserts angehen. Deswegen, ja, glaube ich, dass gerade mein Mittagessen jetzt ein bisschen leichter und gesünder geworden ist, da halt ja die Desserts daheim leider wegfallen. Leider wegfallen, aber da gehörst du ja zur Ausnahme, denn der Trend war ja eher durch die Homeoffice Erfahrung, dass viele Leute eher zugelegt haben. Es gibt einen bekannten Jeanshersteller, der berichtet hat, dass er wesentlich mehr Jeans in einer größeren Bundbreite verkauft hat. Also so gesehen gehörst du da eher zu den Ausnahmen. Ja gut, mein Pendelweg sind irgendwie fast 3 Stunden pro Tag und wenn da plötzlich halt mehr Zeit für Schlaf und Sport dazukommen, dann ja, konnte ich das relativ gut nutzen. Das hilft dann natürlich auch richtig. Genau. In deinem neuen Food-Trend-Bericht analysierst du unser gesamtes Ernährungssystem, also als Ökosystem, und zeigst auf, wie stark dieses zwischen der inneren Welt, also unserem Körper, und der äußeren Welt, also das Klima, Boden, auch die Produktion von Lebensmitteln verknüpft ist. Und du verwendest da den englischen Begriff entangled. Und diese enge Verknüpfung hat ja einen sehr großen Einfluss auf unseren Körper, wie du schreibst, weil eben Einflüsse von außen, zum Beispiel durch die Ernährung oder wie Lebensmittel auch produziert werden, unsere Gesundheit beeinflussen. Und dabei zeigst du auch sehr spannende Erkenntnisse der Forschung auf bezüglich Mikroorganismen, Mikroben, also Bakterien, Viren, Pilze, die Makroorganismen, zum Beispiel den Menschen, aber auch Tiere, beeinflussen. Was sind denn so wichtige Erkenntnisse, die du dabei gewonnen hast? Also eben die wichtigste Erkenntnis, dass ist, dass alles miteinander verwoben, verstrickt, vernetzt ist, eben entangled. Und viel zu lange haben wir die Außensicht, also das, was draußen in der Welt passiert, und die Innensicht,
was in unserem Körper drin vorgeht, mehr oder weniger unabhängig voneinander betrachtet. Jetzt merken wir aber, das ist eigentlich nicht richtig, denn eben alles hängt miteinander zusammen und wie wir mit unserer Umwelt umgehen, die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir Nahrungsmittel auch produzieren, wie wir reisen, wie wir unseren Lifestyle pflegen, das beeinflusst eben auch unsere Innenwelt, unser Mikrobiom und damit auch unsere physische und psychische Gesundheit. Und in der Studie schreibst du eben viel über das Mikrobiom. Was ist denn das genau? Genau, der menschliche Körper, der besteht eben nicht nur aus menschlichen Zellen, sondern auch aus Milliarden von Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilzen, die auf unserer Haut, in unseren Schleimhäuten und in unserem Verdauungssystem leben. Und die Gesamtheit dieser Mikroorganismen wird als das menschliche Mikrobiom bezeichnet. Meistens spricht man dabei dann vom Darmmikrobiom, das den größten Teil ausmacht. Und diese Mikroorganismen, die beeinflussen uns eben viel mehr, als wir das bisher geahnt haben. Sie sind nämlich nicht nur für unsere Verdauung zuständig, sondern sie produzieren auch viele wichtige Botenstoffe, die vom Darm direkt ins Gehirn geschickt werden. Sie sind für unser Immunsystem verantwortlich und eben durch diese Botenstoffe, diese Neurotransmitter, beeinflussen sie auch unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Also die Mikroben und deren Zusammensetzung sind also wirklich elementar wichtig für unseren Körper. Was sind denn so die größten Hebel, um unseren Körper mit den wichtigsten Mikroben eigentlich ja zu füttern? Das ist definitiv unsere Ernährung. Eben, wir hatten es schon beim letzten Podcast, du bist, was du isst. Das stimmt nach wie vor, hat sich jetzt seit 2018 nicht viel verändert. Und über unsere Ernährung können wir eben auch die Zusammensetzung dieser Mikroorganismen direkt steuern. Denn was wir essen und dadurch dann eben unseren Milliarden an kleinen Mitbewohnern als Nahrung zuführen, entscheidet schlussendlich darüber, welche Arten von Mikroben wir beherbergen. Und natürlich neben der Ernährung spielen auch sonstige Lifestyle-Faktoren eine wichtige Rolle. Also, dass wir beispielsweise Sport treiben, dass wir Zeit in der Natur verbringen, wo wir dann auch wieder mit anderen Bakterien und anderen Mikroorganismen in Kontakt kommen, die dann eben auch für ein vielfältiges Mikrobiom zuständig sind. Stressreduktion, ausreichend Schlaf und Erholungsphasen, all das sind wichtige Faktoren. Wo liegen jetzt dann die Herausforderungen bei der Ernährung für den Einzelnen im Zusammenhang mit Mikroben? Eine der größten Herausforderungen ist sicher, dass wir heute noch nicht so genau wissen, welche Nahrungsmittel jetzt welchen Effekt auf unser Mikrobiom haben, denn es ist auch sehr individuell. Unser Mikrobiom ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck und unterscheidet sich entsprechend auch von Person zu Person. Es gibt ein paar allgemeingültige Richtlinien, was gute oder gesundheitsfördernde Bakterien fördern kann. Das wären beispielsweise viele Ballaststoffe, fermentierte Nahrungsmittel, Vollkornprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte. Verzichten sollte man hingegen auf Zucker und Süßstoffe, auf stark verarbeitete Lebensmittel, auf Fertigprodukte sowie auf viel rotes Fleisch. Also genau die Sachen, die sehr vielen Menschen sehr viel Spaß machen. Es liegt ja auch immer an der Menge oder die das Gift ausmacht. Genau, auf das Thema, wie man jetzt so seine Ernährung umstellt, kommen wir später noch. Du schreibst auch in der Studie, dass übertriebene Hygiene, wie man sie ja derzeit kennt, auch nicht so gut ist. Warum? Ja, das ist so ein Dilemma. Gerade im Moment ist Hygiene natürlich sehr, sehr wichtig und notwendig. Doch ja, die jetzigen Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Desinfizieren, Abstand halten, haben eben nicht nur Einfluss auf unseren Kontakt mit gesundheitsschädlichen Viren, sondern eben auch auf unseren Kontakt mit allen anderen Mikroorganismen, die so wichtig sind für unsere Gesundheit. Und dadurch kann unser heute sonst schon eher verkümmertes Mikrobiom noch mehr von seiner Artenvielfalt einbüßen, weil uns eben der Kontakt zur ganzen Mikrobenvielfalt fehlt. Und welchen Einfluss dann diese Maßnahmen auf das Mikrobiom der Pandemie-Babys haben, also die jetzt
in dieser Zeit geboren wurden, deren Mikrobiom sich erst noch ausbilden muss und die jetzt in so einer isolierten Umwelt leben, hochhygienisch, wenig Kontakt zur Außenwelt, wird wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren abzuschätzen sein. Sehr spannend finde ich auch, dass die Schwere von Covid-Erkrankungen ebenfalls mit dem Mikrobiom zusammenhängt, also dass die Risikofaktoren für Covid, wie beispielsweise Übergewicht oder Diabetes, auch Folgen eines Mikrobioms, das aus der Balance geworfen wurde, sein können. Also so befinden wir uns ein wenig in einem Teufelskreis, denn natürlich Hygiene und Abstand schützen uns einerseits vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, allerdings schaden sie auch unserem Mikrobiom, das uns wiederum vor schweren Covid-Verläufen bewahren könnte. In der Tat ein Dilemma. Der Mensch hat das Ökosystem in seinem Inneren durchaus durcheinandergebracht, aber auch die Ökosysteme um ihn herum haben sich ja stark geändert. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Ja, dass der Mensch einen Einfluss auf die Umwelt hat, das lässt sich wohl nur sehr schwer leugnen. Klimawandel, Verschmutzung von Böden und Gewässern, Artensterben, Abholzung von Wäldern, Monokulturen. Ich glaube, diese Liste lässt sich fast beliebig fortführen. Und durch den Klimawandel und die globale Erwärmung verschieben sich nun auch die Anbaugebiete, meist von Süden nach Norden. Dies sehen wir bereits auch hier in Europa. Wenn wir jetzt beispielsweise den Weinbau anschauen, die südlichen Anbaugebiete, die produzieren immer schwerere und alkoholhaltigere Weine durch die Wärme, durch die große Sonneneinstrahlung, während auf den britischen Inseln oder auf Skandinavien beispielsweise mittlerweile ein ganz hübscher Riesling hergestellt werden kann, die also jetzt von diesen Verschiebungen profitieren. Und auch die Auswirkungen des Klimawandels, also Niederschlagsänderungen, Dürren, Fluten, Waldbrände und so weiter, erschweren zudem die Nahrungsmittelproduktion in vielen Weltregionen. Das wird unzählige Menschen zur Flucht zwingen, da sie in ihrem bisherigen Zuhause nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren können oder dass einfach die Grundlagen fehlen, dass es nicht mehr zuverlässig ist, dass man da wirklich auch genug zu essen hat. Und ja, mit dieser Verschiebung der fruchtbaren Böden wird sich vermutlich auch die größte globale Migrationsbewegung verbinden, die die Welt je gesehen hat. Ihr habt euch ja in der Studie auch mit den Lösungsansätzen auseinandergesetzt. Kann denn Technologie dabei helfen? Ja, Technologie kann helfen. Es gibt da verschiedene Lösungsansätze, beispielsweise Smart Farming, Precision Landwirtschaft, Agriculture 4.0, wie man es auch immer nennen will. Es geht darum, dass man die Daten, die man eh schon hat oder die man bereits generiert, nutzt, um mit mehr Produktivität und Effizienz aus weniger Ressourcen mehr Nahrungsmittel produzieren kann. Also dass man die Böden ganz genau analysiert und sich anschaut, wo braucht es denn jetzt überhaupt Dünger, wo muss man wässern, dass man nicht mehr nur einfach die ganze Fläche bearbeitet, sondern dass man das wirklich so sehr spezifisch auf die Orte nur begrenzt, wo es auch wirklich gebraucht wird. Durch das muss man weniger Ressourcen einsetzen und kann dadurch auch bessere Erträge erzielen. Ein weiterer Ansatz ist die zelluläre Landwirtschaft, dass man tierische Proteine im Labor produziert, dass wir also den Faktor Tier aus der Produktion eigentlich ausklammern, da das mit sehr vielen Problemen verbunden ist. Einerseits natürlich das Tierwohl, aber andererseits halt auch, dass gerade Kühe als Wiederkäuer sehr viele Treibhausgase produzieren, dass sie sehr viel Futter brauchen, das ja dann auch irgendwo angepflanzt werden muss, dass man dafür Böden verwendet, die man eigentlich auch für menschliche Nahrung brauchen könnte. Und deswegen versucht man nun die Produktion von tierischen Proteinen, also sowohl Fleisch als auch Fisch, als auch Milch oder Eier, ins Labor verlagert. Ein weiterer Lösungsansatz, den wir auch schon länger sehen, der mittlerweile schon fast im Mainstream angekommen ist, sind die ganzen pflanzlichen Alternativen. Also dass man versucht, aus Pflanzen ein Ersatzprodukt herzustellen. Noch ein weiterer Lösungsansatz wäre Vertical oder Indoor Farming. Also dass man statt in die Breite zu gehen, in die Höhe wächst und dann so in
sogenannten Farm Scrapers eigentlich mehrstöckig Nahrungsmittel anbauen kann und so die verwendete Fläche reduzieren kann. Thema Vertical Farming hatten wir schon 2 Podcast-Episoden. Also für den, der das mehr im Detail interessiert, gerne mal reinhören. Jetzt hätte ich noch eine Nachfrage zu der zellulären Landwirtschaft. Wir haben ja über Laborfleisch ja auch schon 2018 gesprochen. Hat sich da bei der Akzeptanz auf der Konsumentenseite etwas getan? Oder stehen die Leute mehrheitlich da immer noch eher ein bisschen kritisch gegenüber? Ich war auf der Preisling-Seite hat sich ja einiges getan, glaube ich. Genau, also der Preis ist sicher extrem heruntergekommen in den letzten paar Jahren. Es ist immer noch teuer, aber wenn ich mich recht erinnere, sind wir jetzt wahrscheinlich etwas so ungefähr auf Biofleischniveau. Also dass man jetzt so einen Hack aus dem Labor etwa vielleicht wie ein Biofilet oder so hat. Aber das erklärte Ziel ist natürlich schon noch, dass das noch weiter runtergeht. Akzeptanz ist heute schwierig abzuschätzen, da es halt auch noch nicht auf dem Markt ist und deswegen die Menschen auch noch keine großen Berührungspunkte überhaupt mit dem Produkt hatten. Also heute ist es einfach noch fremd. Es ist etwas Unbekanntes. Man weiß noch nicht genau, wie das dann schmeckt, wie sich das anfühlt von der Konsistenz her. Ist das wirklich wie richtiges Fleisch? Vergangene Konsumentenumfragen haben gezeigt, dass es den meisten Menschen schwerfällt, etwas abzuschätzen, ob sie das dann wirklich brauchen in Zukunft. Also irgendwie vor 15 Jahren hätte wahrscheinlich auch erst ein kleiner Prozentsatz gesagt, dass sie das Smartphone brauchen. Wie wir heute sehen, brauchen wir das mehr als uns lieb ist wahrscheinlich. Ich glaube, mit dem Laborfleisch wird wahrscheinlich auch, wie das bereits mit dem pflanzlichen Fleisch der Fall war, die Fast Food ein wichtiger Multiplikator sein. Also dass die Produkte, wenn sie dann mal Marktreife erreicht haben und auch das Regulatorische geklärt ist, dass da über den Fast Food Kanal eine sehr breite Zielgruppe auch erreicht werden kann. Der Vorteil ist natürlich auch, dass das dann für die Konsumentinnen und Konsumenten sehr einfach zugänglich ist. Das Produkt ist dann auch korrekt zubereitet. Also es gibt dann keine User Errors in der eigenen Küche, sondern man hat das Produkt dann auch so, wie es sein sollte. Und ich glaube, dass dann das so auch den Zugang in die, oder in den Weg in die Mägen einer breiteren Masse finden wird und so früher oder später ebenfalls im Mainstream ankommen wird. Spannend, also Fast Food als Akzelerator in dem Zusammenhang. Bin ich gespannt, was sich da ergibt. Jetzt sind es ja alles angebotsseitige Lösungsideen und Konzepte. Der Konsument haben wir jetzt schon mal kurz ein bisschen beleuchtet. Als Nachfrage ist ja auch noch da und er muss die neuen Produkte akzeptieren. Und es wird ja oft auch eine Verhaltensänderung beim Konsumenten gefordert. Warum ist das so wichtig? Weil wir und gerade hier im privilegierten Europa oder in Nordamerika völlig über unsere Verhältnisse leben. Wir essen zu viel vom Falschen, zu wenig vom Richtigen. Wir haben zu oft Fleisch auf dem Teller, lassen unser Mikrobiom verkümmern, indem wir die falschen Bakterien ernähren. Wir importieren tendenziell zu viele exotische Produkte mit dem Flugzeug. Wir haben zu wenig Bewegung. Wir verpacken immer noch zu viel in Plastik. Und wenn wir den aktuellen Trend umkehren wollen, dann braucht es eben nicht nur neue Produktionsmethoden, sondern auch eine Änderung in unserem Ess- und Konsumverhalten. Also beim Konsumenten muss ein Umdenken stattfinden. Das heißt, die Konzepte wie Smart Farming, zelluläre Landwirtschaft allein werden nicht ausreichen. Wie kann es gelingen, ohne staatlichen Zwang und Verboten, die sowieso unterlaufen würden? Es ist schwierig, da eine Verhaltensänderung sehr viel Disziplin und Durchhaltewillen erfordert. Deswegen auch oft wird gefragt, ja, diese pflanzlichen Ersatzprodukte, wieso müssen denn die jetzt eigentlich so aussehen und so schmecken wie das tierische Original, wenn die Veganer ja eh keine tierischen Produkte essen wollen. Es geht da eben genau darum, eine Verhaltensänderung herbeizuführen, indem man der breiten Masse der Fleischliebhaber eine Alternative bietet, die eben geschmacklich und eigentlich von allen Sinneswahrnehmungen mit dem Original
mithalten kann und da ein Anreiz entsteht, eben öfter mal auf Fleisch zu verzichten, ohne eigentlich auf etwas verzichten zu müssen. Aber auch sonst kann uns die Technologie helfen, unser Verhalten zu ändern. Künstliche Intelligenz beispielsweise kann uns via App Vorschläge machen, wie wir uns ernähren sollten. Vielleicht haben wir sogar ein komplett vernetztes Smart Home, wo die smarte Toilette gerade anhand einer Stuhlprobe unser Mikrobiom analysiert und das auswertet und dann dieser künstlichen Intelligenz genau mitteilt, welche Nährstoffe unser Körper denn braucht, dass uns so dann die Menüplanung abgenommen wird. Sie unterstützt uns beispielsweise beim Einkaufen, indem sie uns im Supermarkt oder im Online-Shop direkt zu den für uns und unsere Gesundheit und die Umwelt am besten geeigneten Produkten führt. So kann man versuchen, die Konsumenten und Konsumenten in eine, Anführungszeichen, bessere Verhaltensweise hinzuführen, ohne dass man eben sehr viel investieren muss und sich ständig damit auseinandersetzen muss. Ja, was ist denn jetzt eigentlich am besten für mich und für die Umwelt? Es waren jetzt schon einzelne Zukunftsszenarien. Ihr habt in eurer Studie ja 3 Szenarien beschrieben, wie unser Food-System in Zukunft aussehen könnte. Für mich teilweise etwas dystopisch, muss ich sagen, aber das ist natürlich die Aufgabe der Trendforschung, auch scheinbar außergewöhnliche und spekulative und manchmal auch provozierende Ausblicke zu liefern, auch als Denkanstoß. In welche Richtung gehen denn diese 3 Szenarien? Genauso, die Idee war natürlich schon, dass man da ein bisschen ins Extrem geht mit den Szenarien, dass man auch eben aufzeigt, wohin könnte die Reise gehen. Die Szenarien müssen sich auch überhaupt nicht ausschließen, sondern die können auch nebeneinander existieren und sich auch gegenseitig ergänzen. Die 3 Szenarien, die nennen sich Stubborn Optimism, Radical Regeneration und Hard Regulations. Das störrische Optimismus-Szenario, da überwiegt dieser Tech-Optimismus, also das Food-System verändert sich eigentlich im Kern nicht. Alle Stufen des Wertschöpfungsnetzwerks werden aber smarter, effizienter und auch produktiver. Und die Idee dahinter ist so, mit der richtigen Technologie sind alle Probleme lösbar. Also, dass wir uns eigentlich nicht groß verändern müssen. Wir betreiben eher ein bisschen Symptombekämpfung, können unseren Lifestyle immer noch weiter so führen, wie wir wollen. Natürlich einfach, Anführungszeichen, besser, nachhaltiger, effizienter, gesünder, unterstützt durch Technologie. Dann das Radical Regeneration Szenario, das ist eher ein bisschen romantischer. So die Devise ist Forward to the Roots. So die Idee dahinter ist, dass früher zwar nicht alles besser war, aber trotzdem, dass es viele kluge Ansätze gibt, die in die Gegenwart übertragen und weiterentwickelt werden können. Es geht auch nicht mehr nur um reine Ernährungssicherung, also dass alle genug haben, egal wo das herkommt, sondern eher um Ernährungssouveränität, also dass nur angebaut und produziert wird, was unter den gegebenen Bedingungen Sinn ergibt und den Bedürfnissen der regionalen Bevölkerung entspricht, was mehr oder weniger auch zu einer Deglobalisierung des Food-Systems führen wird. Es geht um eine Bottom-up-Organisation, die lokalen Netzwerke stärkt und die Menschen nicht mehr so abhängig vom Welthandel und vom vulnerablen globalen Wertschöpfungsnetzwerken macht. Und dann das 3. Szenario, das eben etwas dystopisch ist, die Hard Regulations. Es erinnert ein wenig an ein größeres Land in Asien, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Das ist eher ein Top-Down-Szenario, die Leitlinien für das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk werden von einer zentralen Kontrollstelle vorgegeben. Das kann beispielsweise ein Staat, eine Organisation oder auch ein privates Unternehmen oder sogar eine künstliche Intelligenz sein, die das Food-System und damit auch den Speisezettel und die Gesundheit der Bevölkerung kontrolliert. Also das Konsumverhalten der Menschen wird dadurch durch so sogenannte Hard Nudges gesteuert. Es werden von oben Anreize gesetzt, die zu einem gesellschaftlich akzeptablen Konsumverhalten führen, das die geringsten volkswirtschaftlichen Kosten verursacht. Also dass man sich gesünder ernährt, dass die Umwelt geschützt wird, dass
die Gesamtbevölkerung gesünder ist und so weniger Kosten verursacht für das Gesundheitssystem, aber eben nicht intrinsisch motiviert, sondern von oben herab mit diesen Anreizen. Gut, der Hinweis auf das große asiatische Land zeigt ja, dass wir vielleicht doch gar nicht so weit davon entfernt sind von diesem für mich etwas Horrorszenario. Übrigens für alle die Hörer, die noch mehr Details über diese Szenarien oder über die anderen Themen haben möchten, einfach mal in die Studie reinschauen. Details gibt's in den Shownotes. Jetzt, welches Szenario hältst du denn für am wahrscheinlichsten? Wird es eine Mischung geben? Es wird wahrscheinlich eine Mischung geben. Ich würde jetzt mal sagen, bei uns am wahrscheinlichsten ist der Stubborn Optimism, da wir hier sehr wenig Anreize haben, wirklich unser Konsumverhalten zu verändern. Wir sehen zwar, dass es notwendig ist, gerade wenn man den globalen Kontext betrachtet, aber wir hier leiden eigentlich disproportional wenig unter den Folgen unseres Konsumverhaltens, obwohl wir Verursacher sind. Deswegen glaube ich, dass wir hier wahrscheinlich eher versuchen, mit neuen Technologien Lösungen zu finden, möglichst ohne unseren Lifestyle verändern zu müssen. Gut, liebe Christine, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Informationen über dich und zu der neuen Studie, wie gesagt, gibt es in den Shownotes dieser Episode. Und da freue ich mich schon auf den nächsten Food Trend Report in 2 bis 3 Jahren, schätze ich mal. Dann werden wir auf jeden Fall wieder darüber sprechen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, beruflich und privat. Vielen Dank. Vielen Dank. War wie immer eine Freude, mit dir zu reden. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.